Willkommen zur Cosplay, willkommen zu Star Wars Community Wohnzimmer. Ist zwar jetzt kein Wohnzimmer, ist wieder so ein Cut-Video, wo ich unterbreche, sobald ein Kunde hier hineinkommt. So, Star Wars. Ryan Johnson hatte mit E8 eine Spaltung erzeugt. Eine richtige Spaltung, die da vollzogen wurde. Hardcore. Normale, mehr Hardcore, mehr Normale, genau weiß man es nicht. Was haben wir? Haben wir fette Fans, denen alles egal ist, Hauptsache ist Star Wars? Haben wir Fans, die der Meinung sind, sie haben Mitspracherecht, sie könnten da was ändern? Oder haben wir den Konsumer, der einfach nimmt? Einfach ran, ja genau. Ja, jetzt ist ja ein bisschen mehr Ruhe. Früher hat man seine Filme so vorgeführt. Wurde unterbrochen, deswegen ein Schnitt. Star Wars Fanservice ist nicht möglich, sagt Ryan Johnson. Ist nicht möglich, hat genügend Ärger nach E8. Er freut sich zwar, dass die Fans was sagen. Fans sind kritisch, sind sogar sehr kritisch. Und jetzt muss ich wieder... Nein, ich habe Glück. Also wie gesagt, ich habe mir mal Zeit genommen, am Wochenende in Amerika herum zu wuseln. Ich habe auch die Originalaufnahmen gesehen, wie die am Arbeiten sind für den Resort. 2019 geht es richtig zur Sache. Also wenn er mein Resort wäre, würde ich auch die Hände reiben. Könnte sehr gutes Geld bringen. Vermute ich, dass da auch sehr viel Geld hingetragen wird von den Amerikanern selbst. Ob wir eines Tages mal da erscheinen werden, wissen wir nicht. Ob wir das Geld haben, um da hinzufahren und alleine, ich weiß nicht. Also, Ryan Johnson ist unbeeindruckt. Nein, nicht wirklich, entgegnet Ryan Johnson und führt weiter, was ich schon sagte. Ich habe das Gefühl, dass jede Star Wars Sache, die je gemacht wurde, immer eine enorme Resonanz bekommt. Dass Star Wars Fans sehr leidenschaftlich sind und genau das macht sie unglaublich. Dass ihnen jedoch negative Fankommentare aus der Ruhe bringen, glaubt Johnson nicht. Fanservice ist nicht möglich, habe ich gesagt. Stell sogar ich fest. Ich will einen Service machen, möchte Spaß haben. Es geht jetzt nicht um Geld verdienen. Gut, Handel. Star Wars Handel. Für Fans, gerade ist Onkel Yoda, der am Freitag geliefert, ist heute schon gegangen, ruckzuck. Ja, ey, schau mal, zack, war er weg. Aber trotzdem, Fanservice, mit euch zu unterhalten, gute Resonanzen, gute Feed-Vibrations, nicht möglich. Ihr Hass ist leider so. Und egal, was man da mit einbezieht, dass es ein Unterhaltungswert ist oder einen Unterhaltungswert hat, dieser Clip, auch das wird einem meistens vergehrt. Positive Kritik hat man zwar genügend, aber viele sind der Meinung, sie müssten einem etwas erzählen, wie man es hätte besser machen müssen. Und dann stellt man fest, dass die weder Follows haben, weder ausgebildet, weitergebildet, weder überhaupt in Ahnung, was es bedeutet, Film zu machen. Wenn meiner einer als Filmemacher beruflich für Sachen zuständig ist, wie das jetzt hier, ich habe ja hier heute wieder Zelluloid bekommen, 106 Meter müssen gescannt werden. 106 Meter durch einen Lichtbildscanner, Bild für Bild. Ja? Das sind einige Stunden, um 106 Meter auf den Weg zu bringen. Das sind Dokumentarfilmer gewesen, die jetzt ihre Sachen auf den neuen Datenträger haben möchten. Das musste ich auch schon mal für Star Wars machen. So alte Datenträger neu und dann auf den Weg bringen und dann halt digitalisieren. So, ich habe heute noch mal zum zweiten und zum allerletzten Mal die 4K am Laufen, die ich auch voll eingestellt habe. Auf volle höchste Leistung, aber ich bin wie gesagt, damit nicht zufrieden, weil nicht jeder damit umgehen kann mit 4K und 4K ist auch ein bisschen zu scharf. Bin auch nicht so, ist zwar eine 5.1 Kamera, die da Dolby Surround aufnimmt,
alle Geräusche, egal woher, nimmt die Kamera auf. So, wenn du eine Geschichte erzählst, so wie ich sie jetzt auch erzähle, es ist eine Geschichte über Star Wars, Star Wars Fans, Star Wars selbst und so weiter, und die liegt dir am Herzen, wie mir das am Herzen liegt, solche Videoclips zu machen, in der Zeit, wo jetzt kein Kunde da ist, deswegen heißen die Action Clips, ja, Cut Clips, und dann ist es nicht möglich, ich spreche jetzt in den Worten von Ryan Johnson, dann ist es nicht möglich, auf Fans einzugehen, ja, und Wünsche mit einzubringen, ja, auch wäre es weder gut noch gesund, Wünsche aufzunehmen von euch und die dann umzusetzen, weil da kommt man ja gar nicht mehr raus. Wichtig ist die Dramaturgie, wichtig ist die Regie, die das Ganze zu einem Video macht. So, was meiner einer jetzt hier reingepackt hat, um euch in diesem zu erfreuen, oder wie gesagt, ich denke mir dann aus, ich könnte jetzt über die Schauspieler irgendwie, über die imaginären Figuren, könnte man was machen. Die Frage lautet ja nur, was wollt ihr denn sehen? Das ist ja schon eine Frage. Was wollt ihr denn sehen? Wollt ihr sehen die Wahrheit und nicht das die Wahrheit, oder wollt ihr reine Fantasie? Ja. So, dass es eine gute Sache wäre, auf diese Weise eine Geschichte zu erzählen. Ganz Unrecht hat der Star Wars, die letzten Jedi-Regisseure damit nicht. Johnson hat kein, also der hat kein Unrecht, sondern Recht, geht gar nicht. Wenn er da zigtausend Briefe lesen soll von Fans, wen er da machen soll oder nicht machen soll, wie am Wochenende da die Mara plötzlich, die Mara soll kommen, jeder kennt die Mara, um Gottes Willen. Star Wars Fans sind besonders kritisch, das haben wir schon, das wissen wir schon, auch bei mir seid ihr unheimlich kritisch und hämmert da rein, wenn ich über Star Wars irgendwas mache. Wie gesagt, das ist künstlerische Freiheit, wenn sowas aussieht, wie es aussieht. Hallöchen! Grüße, ich komme. Aus beruflicher Sicht, wenn man an einem Set sitzt, egal welches, mit denen arbeitet, ist es Arbeit, da ist man nicht feierlich unterwegs, so, oh, Mark Hamill, oh, Carrie Fisher, nee, da ist man und sieht die Arbeiten und nickt dann freundlich zu, und wenn man dann in ein Gespräch verwickelt würde oder wird, dann verhält man sich ganz normal und sagt, dass man diese Art von Film mag, Sci-Fi sowieso, Science Fiction, seit 1966, da ist man am Plaudern und so weiter und so fort, manchmal sehr lustig, überwiegend lustig, egal an welchem Set man da auch sitzt und mitarbeitet, ob man nun der Beleuchter, der lange Arm ist oder Kamera oder Kabel oder sonstige Sachen da macht oder hilft oder selber arbeiten muss, selber Regie führen muss oder selber Dramaturgie umsetzen muss, was gibt es auch, wie gesagt, darf ich nicht zeigen. Ich soll es so. Hallöchen. Hallo. Ran, Copy? Ja, genau. Machen. Frage lautet, wenn man solche Videoclips macht, meiner hat es auch Spaß gemacht, ihr hört schon, macht, gemacht, was könnte man Neues erfinden? Weil mit Star Wars arbeiten, ich weiß nicht, wenn die schon Ärger haben hier, natürlich ist es wichtig, die Fans mit ins Boot zu holen und ihnen in einem gewissen Rahmen dazu zu bieten, was sie erwarten, gewissen Rahmen, ja. Am Ende jedoch sind die Regisseure und die Drehbuchautoren diejenigen, die eine Story zu erzählen haben. Kritische Stimmen wird es immer geben. Auch bei mir wird es immer kritische Stimmen geben. Ihr werdet immer ausgelassen oder ausgefallen daherkommen. Ist halt so.
Einige haben die gesunde Stube nicht genossen. Sie meinen wirklich, sie müssen hier unter solchen Videoclips da regelrecht reinfahren und dummes Zeug schreiben. Dabei reflektieren sie dann selber nicht, was sie da auf den Weg gebracht haben. So, Star Wars ist eine Kritik. Star Wars wird immer Kritik sein. Star Wars ist aber gespalten. Seit E8 empfinde ich das so. Ich empfinde das auch an meinen Kunden so, dass sie Star Wars mehr abgeben, die kaufen. Deswegen muss man immer schauen, was man zeigt. Diese besonders 50 plus, 55 plus, die werden immer, ey, spielst du noch mit Püppchen? Sammelst du, ja, ist nicht so einfach. Ja? Die richtigen Exponate zu finden, wie zum Beispiel hier diese Keksdose. Ja? Diese Keksdose sieht ja noch was aus. Ja? Die sieht noch was aus. Und macht irgendwas her, ist reines gutes Porzellan und damit kann man natürlich gute Sachen machen. Ja, ja, und die Schrott da rein. Ja, die Tür ist auf, wir haben Sommer. Ja. Ah, wir haben Sommer, die Tür ist auf. So, Ryan Johnson weiß das. J.J. Abrams hatte in einem Interview bei YouTube gesagt, dass er eine 50-jährige sucht, Catherine Kennedy hat das auch gesagt, dass er eine 50-jährige sucht für Mara, für eine Schauspielerin, die Mara heißen soll dann. So, da ging mir die Post natürlich, die Mara kommt, Skywalkers Ehefrau, wow. Geht ja gar nicht, klappt ja gar nicht. Ich finde das alles super toll, ich habe mich auch zwischendurch hin und wieder mal mitreißen lassen, aber effektiv gesehen gibt es da mehrere Baustellen. Baustelle Nummer 1, George Lucas hat was erfunden 1970 auf 14 Seiten, ist 1977 dann dazu gekommen, sein bester Freund J.F. Coppola sagte, ey, lass den Quatsch, lass es sein, er hat es trotzdem durchgezogen und wir wissen heute nach 41 Jahren, okay, ja, geplant war das, wie gesagt, mit Spielwaren irgendwas Geld zu verdienen, die Planung im wahren Leben sieht immer anders aus, wie die Planung, die ihr da nachher auf dieser Mattscheibe sozusagen seht. So, was will ich weiter erzählen? Ich will weiter über Star Wars reden. Aber ich frage mich gerade, wenn das so zerrissen wird, wenn so viele Lager sind, ja, Old Republic, EU Universe, normal Star Wars, so wie es gibt, nur als Film. Nur als Film. Dann Clone Wars nur als Film, dann Rebels nur als Film und als Serie und als Staffel, die dann alle zusammen zu knüpfen, damit es eine globale Geschichte raus wird, ja? Weil man zum Beispiel bei Rebels sieht, die Geschichte mit dem Wolf, ja? Und mit der Macht, wie die Wölfe da einen Ring erzeugen, wo Ezra reingeht, Ahsoka rausholt, einen sogenannten Zeitsprung veranstaltet. Das ist eine Geschichte. Und dann, wie gesagt, beide Jedis dann doch versterben. Meiner einer, Captain Rex, bleibt zwar erhalten. Wie gesagt, ich habe die Uniform noch nicht so, sondern ich will es gerne bringen, als Captain Rex zu erscheinen und eine sogenannte Captain Rex Geschichte zu machen. Deswegen suche ich ja Cosplayer. Ich werde auch weiterhin suchen, wenn ich mal finde, wie dieser Stuhl, der nebenan hier ist, besetzt sein. Im Moment ist er nicht besetzt, er war besetzt mit echten Schauspielern. Echte Schauspieler haben hier gesessen und auch echte Schauspieler waren hinten im Raum. Das ist das Schöne daran an online, an diesem sozialen Netzwerk, dass man sich da treffen kann, sich erleben kann und dadurch auch einander findet. So, ihr seid hier bei der Community Wohnzimmer. Das ist die Idee, wodurch ich das komme. Hallöchen.
Bleiben wir fröhlich bei Star Wars. So, ich habe mir den Yoda wieder aus. Ja, ich habe mir den Yoda gemacht. Finde ich super. Ja. Ich habe den also als diese Version. Finde ich ihn toll. Yoda ist einzigartig. Yoda bleibt einzigartig. Auch mit der Satzkonfiguration des Rückwärtssprechens oder was. Ja. Mit Yoda brauchen wir gar nicht reden. Wir brauchen an sich über gar nichts reden, weil Star Wars Star Wars ist. Wenn Regisseure schon sagen, Fanservice ist nicht möglich, dann meinen die das ernst. Die denken sich auch, ich meine, plötzlich kommt da so ein BB-8 her, so eine Knutschkugel. Ist anerkannt oder nicht anerkannt? Bis jetzt weiß ich es noch nicht mal. Die Kunden wissen noch nicht einmal, was ist denn das? Was ist denn das? Also eine Keksdose ist es klar, aber wer ist er denn? Und wenn man sieht bei E8, wie der weggefeuert wurde, dürfte der an sich gar nichts wiegen. Ja? Der müsste auch total verbeult dann sein, so wie der weggeworfen wurde bei E8. Ja? Zack, bumm. Wenn ich den wegwerfe, ist er kaputt, das wisst ihr. Und wenn ich den anderen wegwerfe, geht der auch kaputt. Wie Finn ihn in E7 geschnappt hat, dürfte also, wie gesagt, BB-8 kein Gewicht haben. Weil Finn das hätte dann auch nicht überleben können, weil das Gewicht viel zu hoch gewesen wäre. Also wie viel BB-8 wiegt, ist noch nicht hat noch keiner gefragt. Ich habe auch noch nicht nachgeschaut. Einige von uns, von euch, wissen sicherlich, wie schwer BB-8 ist. Also die Frage ist noch nicht gestellt worden. Warum das Wohnzimmer genannt wird, Star Wars Community Wohnzimmer, weil, wie gesagt, eine Gemütlichkeit erzeugt werden soll, mit allen, die da Lust und Laune haben, mitzumachen. Und ich wurde am Wochenende gefragt, kann man nicht bei dir diesen Film mal sehen auf großer Leinwand, weil die große Leinwand ist ja da. Ich werde es euch zeigen. Ich habe auch einen Raum, den ich dann irgendwie herrichten würde, wo man dann, wie gesagt, wie in einem Kino gucken könnte. Ich würde auch gerne ein Kino erstellen, ist nicht möglich. Die Kollegen um mich herum, Pizzeria und so weiter, nee, das ist heute nicht mehr möglich. Wir kommen gegen die Cinemaplex nicht an. In Arnsberg gibt es ein tolles Kino, das von zwei jungen Frauen betrieben wird. Und das ist ein ganz gemütliches Kino mit leichten Lichtleisten und so weiter. Und Säulen, also so 100% Film kann man da nicht gucken, aber trotzdem ist es Besuch. Okay, in Arnsberg gibt es halt nicht viel im Sauerland und die Leute sind froh, dass sie so ein Kino haben, auch direkt an einer Schnellstraße. Man kann da also nicht einfach mal so rein oder raus pitchen. Man muss da natürlich auch aufpassen wegen dem Straßenverkehr. In Nähe des Bahnhofs vorne an ist dieses Kino, wer schon mal in Arnsberg, Sauerland war. So, geht nicht, kann man nicht, kriegt man nicht hin. Ich wollte ein Star Wars Kino machen, nur für Star Wars Freunde, nicht machbar. DC, Marvel ist ja auch nicht so angesagt. Ich habe also sehr viele, ich muss immer alles alleine schauen bei Marvel und DC. Mögen die, also mein privates Umfeld mag das nicht. Die sind bis hin zu Bollywood sind sie zu haben und bis hin zum Horror sind sie auch zu haben, wie Alien und solche Sachen. Meiner einer sieht ja alle Filme, weil er die Filme mag. Vor allen Dingen DC, Marvel, vor allen Dingen Star Wars, vor allen Dingen Sci-Fi, Fantasy. So wie Firefly oder so. Oder UFO von damals, oder Orion von ganz damals. Und wie gesagt, ja, alles vorgehabt und muss sagen, gar nicht, also ich kann nur sagen, was Johnson auch gesagt hat, nicht möglich. Es ist nicht möglich, es geht nicht. Man kann nicht auf Fans eingehen. Und die Frage, die ich jetzt zum Schluss stellen werde, ist für euch Star Wars noch Kult? Kultiger? Oder ist für euch nur noch Star Wars? Das ist die Frage. Star Wars war mal kultiger. Und dann kam der Schnitt. Man weiß also nicht, der eine kommt hier ran, ich hasse Star Wars. Er hasst Star Wars. Ist halt so, keine Ahnung warum. Hat der Knirps uns nicht gesagt. Wir haben auch ziemlich auch nicht gesagt. Also, hat einen Eindruck gemacht von 6-7 Jahren höchstens. Ihr merkt, die Luft ist irgendwie bei Star Wars. Also für mich ist die Luft bei Star Wars raus. Für mich ist die Luft raus, irgendwas anzupreisen. Ihr könnt hier vorbeikommen, ist klar. Stöbern.
wie gesagt, in der Lounge sitzen, Star Wars Lounge und alles, Fotos machen von euch als Cosplayer. Und ja, wie gesagt, aber die meisten von euch machen ja mittlerweile alles selber. Wir als Filmemacher machen unsere Dinger, wie ich jetzt, wie gesagt, die Scanning-Arbeit mache, die 106 Meter. Dann hatte ich am Wochenende sehr viel zu tun, deswegen hatte ich mir dann auch nochmal so ein Wohnzimmer-Clip ausgedacht, so als Zeitlücke, so wie jetzt auch. Ich habe ein bisschen Pause, ein bisschen Zeit, dann mache ich sowas. So, das war's. Ja, weil ich sehr viel zu tun habe und mich auch gar nicht so konzentrieren kann auf Star Wars, lasiert. Na, ich schaue hier auf BBA, schaue da hinten auf R2-D2 und ja, sobald die Sachen kommen, die Figuren waren am Freitag angesagt, am 20.04., sind aber nicht gekommen von Han Solo. Dann sollten heute sollten Figuren kommen. Die sind bis jetzt auch nicht gekommen, die werden auch heute nicht kommen. Mittlerweile gewöhne ich mich dran, dass Amazon nicht richtig liefert oder gar nicht liefert und ich da sehr viel Heckmeck habe. Bin gespannt, ob automatisiert E8 kommt als Steelbook, die ich mir gemütlich dann noch einmal anschauen werde. In 3D, auf 21 Quadrat, 7.1 Sound. Dann lasse ich es richtig rumsen, richtig krachen. Ich meine, ich kenne jetzt jeden Satz. Ich kenne auch, wie gesagt, durch die HD-Qualität auch die Namen von, ne? Und Snoke, und da frage ich mich auch, Snoke, die haben so viel Mühe sich gegeben für Snoke, ja, wenn man das sieht, also die Dreharbeiten sieht, den obersten Torso an so einer Stange, dann er, der im CGI da die Sachen formuliert und spricht, dann die Hand von Mark Hamill als Luke Skywalker, dass man da, wie gesagt, die Eisenhand hat. Manchmal die Regie und die Dramaturgie denken sich gar nicht so viel aus, wie ein Fan nachher da hineininterpretiert. Ja, die Schlag, die Verbrennung des Metalls und all solche Sachen, also ist schon gewaltig, was da doch hineininterpretiert wird in die ganze Geschichte. Wie gesagt, ich habe hier das heute, ich habe auch keine Ahnung, ich habe heute viele Anfragen gehabt, deswegen habe ich mich hingesetzt, dieses Video zu machen. Aber wie gesagt, wenn man das so liest, was Johnson sagt, was Kennedy sagt, was Abrams sagt, das sind diejenigen Verantwortlichen. Das sind die Verantwortlichen für Star Wars. Da werde ich mich da total zurückziehen und sagen, wisst ihr was, genießt euer Star Wars. Macht mit eurem Star Wars, was ihr wollt. Und Ende. Auch die Klarstellung über diese sogenannte Heldin da, die den Träger dann in da reingeflogen hat, ja, und all solche Sachen da. Poe, wie gesagt, ja, und dass sie den Heldentod, Emily Holdo, von der spreche ich gerade, Emmeline Holdo, ja, wo auch Poe sagte, die habe ich mir komplett anders vorgestellt, ja? Wie einige Fans sagen, wisst ihr, an sich hättet ihr Carrie Fisher umschreiben können. Ja. Problem war nur, wie sollen sie umschreiben? Sie ist ja nach dem Drehen verstorben, wenn mich alles täuscht. Also, ne, man hätte umschreiben können, ja. Und dann wäre ja im Weltall die Szene. Ja. Jetzt, wie gesagt, wird ja auch noch gesprochen, dass eine gesucht wird, die ihr ähnlich sieht, damit sie in Neuen das Ganze ja auch weiterhin spielen könnte. Ja. Einige Fans sind dagegen, weil Carrie Fisher nicht mehr existiert. Aber man sollte nicht personalisieren, man sollte jetzt nicht sagen, weil Carrie Fisher mochte es auch nicht, als Leia immer angeschrieben zu werden oder angeschrieben, ah, du bist doch Prinzessin Leia. Mochte die gar nicht an sich, sie wollte auch gar nicht reduziert werden, nur auf Leia. Weil Schauspieler sehen ihre Rolle anders, sie möchten also keine Schubladenrolle für die Ewigkeit. Sie wollen auch nicht ein Indikator sein für nur Leia. Da haben sie recht. Und ich glaube nicht, dass diese Schauspielerin jetzt hier, die, wie gesagt, das gibt, sie gibt es ja sowieso, brauchen wir gar nicht überreden, genauso für die Rogue One Darsteller, brauchen wir uns ja auch nicht mehr echauffieren, brauchen wir auch nicht sagen, weil die gibt es ja
in dem Fall auch nicht mehr. Ja. Das war's. Viel ist nicht zu berichten. Ich freu mich und Kunden auch, dass wir uns bei Han Solo wiedersehen. Han Solo freut mich schon, da gehe ich rein im Mai und nicht im Winter. Man kann also ziemlich locker da reingehen in Han Solo. Ja. Und ich wette mit euch, keine Kundenträger, Cosplayer werden anwesend sein. Ich habe in den ganzen 41 Jahren nur einen einzigen im Kino gesehen. Einen einzigen. Ja, kostümiert. Sonst nicht. Und deswegen bin ich hochgradig interessiert oder bin hochgradig involviert oder hochgradig bewundere das, was ich da im Netz sehe. Vor allen Dingen Cosplayer plus 30. Ja? Cosplayer plus 55. Also muss ich schon sagen, die kommen, sie trauen sich jetzt langsam in den 41 Jahren nicht ein einzigen. Ja? Gesehen, wie ich damals im 1999 für den ersten die PR gemacht habe für ein Kino. Ich habe ja auch alle eingeladen und alles sind ja auch genügend gekommen. Da habe ich gesagt, diejenigen kriegen freien Eintritt, wenn die mit Kostüm kommen. Ja? Also was wurde da gemacht? Einfach nur ein T-Shirt irgendwie so drüber geworfen, ich bin noch verkleidet. Es war schade. Ich habe die Bilder, ich habe ein paar fotografiert, um nachzuweisen, dass ich das nicht so lustig fand, aber egal. Ich meine, sich somit in so einen Film reinzuschummeln, dadurch nichts bezahlen. Also ich ging davon aus, dass die in richtiger Montur kommen, dass wir was Richtiges raus machen können. Also die Enttäuschung, muss ich einfach sagen, ist höher, wie ich jetzt, also ich bewundere euch, die das haben, ich bewundere euch, die wirklich ganz viele haben, die sich verkleiden, Cosplay betreiben, die Gruppen haben, Vereine, doch, beneide ich, weil ich sehe hier keinen Einzelnen, weder einen Kunde, nichts, gar nichts. Also wie gesagt, der Hass, immer dagegen sein, ist höher, wie dafür sein, mitmachen und anerkennen. Ja, das ist schon Minderheit. Also wer das anerkennt, die Arbeit anerkennt, das Ganze drumherum anerkennt, das Mitmachen versuchen zu wollen, ja, nicht möglich, keine Ahnung. Also das würde ich schon hochgradig anerkennen, aber wie gesagt, passiert ja kaum. Ich schaue mir die, wie gesagt, die gerade hier so replaymäßig an, was sie da so gemacht haben. Ich habe mir auch die Han Solo Geschichte in London angesehen, das Auto oder die Autos, die da benutzt wurden, das andere existiert ja nicht. Und ja, ist schon eine tolle Geschichte, was die da dauernd machen und bauen in diesen großen Hallen, wo dann gedreht wird, auch E8 bzw. E7 da gedreht wurde mit Baumstämmen und das Ganze da. Ja, die lassen sich da richtig was einfallen, auch DC und Marvel. Und es ist schon toll, wenn man mal dabei sein darf. Aber man darf. Ey, ja, wie sehe ich denn da? No! Wir haben sehr viel Spaß hier, so ist es ja nicht. Wieder richtig biegen. Natürlich hatte ich tollen Besuch. Wie gesagt, dieser tolle Besuch setze ich jetzt leider auch nicht vor der Kamera, weil dieser tolle Besuch war auch ein Schauspieler bzw. Schauspielerin und ihre eigene Sache machen. Waren auch heute einige da. Ja, Star Wars Fanservice nicht möglich. Fanservice nicht möglich. Dann lassen wir das auch, dann machen wir das auch nicht, weil es lohnt sich nicht. Zu viel Hass, zu viel dagegen und zu viele, die mitreden. Wie gesagt, das hier ist beruflich, ich war noch nie ein Fan. Es hat mir Spaß gemacht, dabei zu sein und zu lernen auch. Die Dramaturgie, wie geht die Dramaturgie mit einer gewissen Geschichte um? Wie geht die Regie mit den Protagonisten, also mit den Schauspielern um? Wie gehen die Schauspieler mit der Figur um? Wie trainieren die? Das macht tierisch viel Spaß oder hat viel Spaß gemacht. Das geht heutzutage alles nicht mehr, erstens viel zu weit weg. Okay, London ist nicht allzu weit weg, aber dennoch. Man darf heute nicht mehr so, man darf auch nicht mehr mal eben so Fotos machen wie früher. Da war das nicht so schlimm, hat auch nicht so oft einer gesehen. Da musste man die Leute ja auch zu sich laden, damit sie die Fotos sehen konnten. Oder man musste diese Fotos dahin schicken, damit sie die hatten.
Ja, das war so. 99 hat es richtig Spaß gemacht, 79 hat es richtig Spaß gemacht, weil da war alles neu. Ja, da hat man, wie gesagt, auch auf Super 8 gedreht, richtig, weil Video war da noch nicht. Und auch die Eröffnungsszene da auf Super 8 gedreht und zu, ach, war eine schöne Geschichte. Aber ist halt vorbei. Wenn man eben zu, also wenn man da die Wahrheit kennt und nicht darüber reden darf, ist das sowieso so eine Sache, weil die Wahrheit am Filmset ist eine andere, wie ein Fan dieses jemals sehen würde, weil das ist ein Produkt und dieses Produkt wird einem Fan anders dargestellt, ja, und auch anders verkauft. Und darum geht's. Es geht um Verkaufen. Darum gewöhnt ihr euch ja alle daran ans Kaufen, anstatt zu sagen, ich mache da mit, der hat so viel Fun, der hat Spaß daran, ich mache da mit, ich habe Lust darauf. Nein, ist nicht. Ne? Wie gesagt, die junge Dame, die Schauspielerin gerade, die war eben kurz im Green Room, da musste aber eben kurz was gemacht werden. Das kostet alles Geld, die bekommen Geld für gewisse Sachen oder ich bekomme halt Geld für gewisse Sachen und deswegen kann ich das nicht zeigen. Um darauf noch ein einziges Mal drauf einzugehen, Beruf, Hobby, Hobby, Beruf ist ein und dasselbe. Nur solche Videoclips herzustellen ohne Genehmigung des Produktes geht nämlich nicht. Wenn ihr perfekte Videos seht, perfekt gedreht, perfekt ausgeleuchtet und dann eine gezielte Handlung, ob das nur der Österreicher ist oder sonst einer. Grüß euch, hallo. Hallo. Ich komm, hi. Spekulationen auf Mara, Quatsch. Spekulation auf Mara, Quatsch. An einem Wochenende wurde Mara hochgefahren, weil Catherine Kennedy jemanden sucht, 50 Jahre alt, die eine Mara spielen soll. Weil welche Mara, die damit meint, weiß keiner. Ne? Deswegen diese Spekulation, Schnitt, es kommt kein EU-Universe, kommt nicht. Es kommt auch kein SWAT, kein Old Republic, sowas kommt nicht. Da fährt jetzt zwar ein LKW langsam an der Straße vorbei, aber ich wette mit euch, das ist nicht Amazon und bringt mir meine Ware. Ne? Also ich habe mit Amazon momentan Pech, dass die mir meine Ware bringen, aber was soll man machen? Die finden hier irgendwie die Nummer nicht, obwohl wir die Nummer sehr groß an der Wand haben, sogar leuchtend. Sollte an sich jeder sehen, wo er hier lang fährt. Aber egal. Ich hätte euch gerne die Figur noch mal kurz gezeigt. Also am Wochenende die komplette Staffel 4 Rebels mir angesehen. In Englisch. Weil in Deutsch läuft die erst im Mai weiter. Bei XD, aber kann ich auch nicht sehen, die Uhrzeit schaffe ich gar nicht. 9.20 Uhr etc. Schaffe ich nicht, da XD zu gucken und dann die nächste Staffel von Rebels. Ich habe also wie gesagt in Englisch gesehen, kann aber sagen, sind beide halt verstorben, die beiden, werde ich also irgendwann mal hochhalten, also ne? Sobald ich die Figuren da habe, werde ich darüber sprechen, sind halt verstorben und er hat wieder gewendet wie immer und fährt weg. Hm. Na, ist egal, das ist immer. So, was haben wir denn noch? Star Wars, darüber zu philosophieren, da ist so vieles geschehen, so viele Gruppen, so viele Leseratten, die da einiges gelesen haben, die dadurch alles durcheinander werfen, weil ich bin ja nur auf die Filme, 4, 5 und 6, dann 1, 2 und 3, dann Klonkriege und so weiter und Clone Wars, kam ja direkt danach. Ihr merkt schon, Star Wars, Krieg der Sterne. Darüber soll man philosophieren. Cosplayer 30 plus, Cosplayer 55 plus, die sich in die Kostüme schwingen, die Kostüme ansetzen. Jetzt zum Beispiel durch Han Solo könnten da wirklich tolle Western entstehen. Sogar in einer Western-Kulisse könnte man da Space-Western machen. Hm, wer weiß. Vielleicht kommt es ja. So, jedenfalls ist alles Quatsch, alles Spekulation. Ich werde mich nicht hinreißen einer Spekulation, ich werde mich auch nicht hinreißen, irgendwie darüber zu philosophieren.
werde mich auch nicht hinreißen, auf irgendwelche Hasstriaden einzugehen, werde mich auch nicht hinreißen lassen, wegen diesen Hasstriaden hier irgendwas zu ändern oder zu verändern. Das werde ich auch nicht machen. Ich werde das durchlaufen lassen. Und wem was gefällt, gefällt. Wem es nicht gefällt, gefällt es nicht. Punkt für die aus. So, dafür ist das Spektrum viel zu groß. Wie gesagt, viele wissen ja überhaupt nicht. Ja, und so einer versucht es. Und alle gucken einen an. Hä? Star Wars? Wovon sprichst du? Noch einmal. Kein Scherz. Seit 41 Jahren gehe ich ins Star Wars Kino. 41 Jahre schaue ich mir Star Wars an. Sogar Han Solo. Ich war sogar in der Karawane. Da musste ich raus. Das habe ich nicht geschafft. Da hat man mir aber gesagt, das ist wirklich nur für Kinder. Ich habe auch keine Kinder gesehen, weil die Kinder gar nicht wussten, was ist denn Star Wars. Das war so eine Sache. Aber egal. Die E-Books. Ja, kam ich nicht klar mit. Ja, die Karawane der E-Books da. Zwei Teile auch noch. Egal. Aber man ist ja Fan. Nicht Fan, aber man ist involviert. Star Wars involviert. Sagt, komm, interessiert mich. Möchte ich sehen. Möchte mich unterhalten lassen. Möchte mal wieder in ein klimatisiertes Kino sitzen und dort schwitzen, ja, Film gucken, ja, und dann auf einmal, nee, das ging nicht, aber jetzt Han Solo, da freue ich mich schon drauf, und ich freue mich auch schon drauf, wenn ich den dann endlich auch für zu Hause bekomme, also E8, das hat sich ja hingezogen, wie Kaugummi, ja, nee, ich meine, bin jetzt mittlerweile auch Junkie, Serien-Junkie, jetzt weiß ich auch, was das ist, ein Serien-Junkie, weil ich jetzt auch Netflix, Amazon Prime bin und mir reicht das und ich sehe mir dann die Folgen an und auch Mediathek ziehe ich dann, lasse ich so ein paar Wochen laufen, dann schaue ich mir Orville 2, 3, 4 Filme hintereinander an, das neue Star Trek zum Beispiel bei Netflix angeschaut, vollkommen durchgehend alle Folgen und ja, ich bin da auch Junkie geworden. Stream-Junkie, ein Netflix-Junkie, ein Star Wars-Junkie. Ja, müsste man so eine Gruppe bilden. We are the Star Wars-Junkies. Ne? Ja, keine Ahnung. Also, so richtig, keine Ahnung. Weil auf der einen Gruppe haben wir die 14- bis 24-Jährigen, auf der anderen haben wir so 24 bis 34, auf der anderen haben wir die etwas älteren, die irgendwie irgendwo noch nicht so angekommen sind in der Welt der Elektronik. Und wie gesagt, ich lese auch gerade, dass abgeschlossen wurde, Postproduktion abgeschlossen und die Fans werden begeistert sein, so die Worte der Regie. Ja, ja, das müssen wir mal gucken, ne? Die Worte der Regie, Postproduktion ist abgeschlossen, alles ist fertig, in 4 Wochen könnt ihr euch Han Solo den Film, die Story anschauen. Wow, ne? So, ich begrüße alle Mitglieder von Community Wohnzimmer, Star Wars Community Wohnzimmer. Alle Mitglieder werden begrüßt. Euer Admin ist nun mal Filmemacher und macht das beruflich und hat diese Gruppe gegründet, um Spaß zu haben, mit euch Spaß zu haben. Und ihr sollt Spaß haben. Hallo, warte. Copy. Natürlich bin ich eine öffentliche Person und ich bin natürlich auch bekannt, ist klar. Auch meine Art ist bekannt, um das klarzustellen. Meiner einer ist bekannt, schon lange. Und ja, okay, solche Videoclips würde ich natürlich noch viel besser machen. Da hätte ich noch viel mehr Lust drauf. Aber keine Ahnung. Keine Ahnung, was man da machen sollte oder wie man es machen sollte oder warum man es machen sollte. Man macht es eh falsch. So, man ist bekannt, man ist eine öffentliche Person, das ist auch gut so und viele, die reinkommen, wissen Bescheid. Die Online-Zuschauer wissen nicht Bescheid, weil die Online-Zuschauer meiner einer nicht kennen. Das mache ich einen hier auf, ne? Mache ich hier einen auf, merke. Aber ich bleibe bei Karstadt, Karstadt sag ich schon. Wie kommt ihr? Karstadt fällt mir gerade ein, weil als Darth Vader, so unter uns Darth Vader, ständig Darth Vader. Ständig R2-D2, ständig 3CPO, ständig Lucas, Skywalker, nein, ich weiß nicht, da haben die Regisseure recht. Immer dasselbe? Nee, wir wollen Vielfältigkeit, die Herrschaft der weißen Männer ist vorbei. Jetzt
haben die Frauen das Sagen. 50% sagt Catherine Kennedy, es ist 50% schon weiblich, die ziehen dann durch, die machen das. Yeah. Tja, wenn ich so sehe, wie viele Regisseure da jetzt schon verbraten wurden und wie viele Regisseure vielleicht kommen werden und sollte es wirklich toll werden 2020, ich habe euch in diesem Wohnzimmer-Clip ja gezeigt, die Auflistung, ja, wie alles gelaufen ist und wie weiterlaufen wird. Boba Fett 2020 und irgendwie davor, da ist Obi-Wan Kenobi ist noch nicht angesagt. Viele wollen Obi-Wan Kenobi sehen, ja, auch mit McGregor und so weiter. Aber also ich persönlich bin jetzt ganz ehrlich, aber auf laufender Kamera. Ich möchte die Vielfältigkeit von Star Wars und ich möchte Star Wars in der Unendlichkeit, in der Vielfältigkeit dessen, was sie da bringen und nicht rückspringen. Ich will kein Ahsoka, ich will kein, ne? Ich will auch kein Darth Vader. Nee, neue Sachen, neue Geschichte. Das macht Star Wars aus. Star Wars soll sich neu erfinden. Star Wars soll so richtig was werden. Es soll so richtig zur Sache gehen. Ja, das wünsche ich mir. Star Wars muss was wirklich Kultiges werden, was es schon mal an Kultigkeit war. Hurra! Ja. Okay, das war's. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt und ich freue mich, dass ihr mich auf irgendeine Art, die online, ich brauche dazu nichts sagen, die Online-Leute kennen mich ja nicht. Nur die, die mich wirklich kennen, die wissen genau, was ich hier so vorhabe und was ich so mache und das alles, wie gesagt, rechtens ist. Und nicht gelogen. Hier ist alles die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und meiner einer muss sich, wie gesagt, genauso durchwühlen wie ihr auch, weil er bekommt auch nichts mehr. Genau, ich könnte mal eben gucken, gibt es überhaupt die, das fällt mir gerade auf, von denen habe ich ja schon lange nichts mehr gehört. Hallo, Grüße. Guten Tag. Ja, was braucht er?